Ciao! Das italienische Wort für Problem ist für viele Menschen, die Italienisch lernen, oft tatsächlich ein Problem. Weißt du, wie man das richtig sagt? Il problema, la problema oder il problema? Und falls du schon weißt, wie es im Singular geht, weißt du auch, wie es im Plural geht? Und noch ein drittes Thema für heute, wie sagt man auf Italienisch kein Problem? Ich werde mit diesem Video nicht alle deine Probleme lösen können, aber das Problem mit dem Problem vielleicht schon. Cominciamo! Auf meinem Kanal scheint immer die Sonne. Buongiorno a tutti da Tiziana Alcamo. Buongiorno a tutti da Tiziana l'Italiana. Benvenuti. Herzlich willkommen zu meiner Reihe Typische Fehler. Und dabei möchte ich dir sofort sagen, lass dich von der Angst, Fehler zu machen, nicht bremsen. Mit dieser Reihe möchte ich dich auf die Fehler aufmerksam machen, die ich als Italienischlehrerin immer wieder höre. Und es ist wichtig, dass du versuchst, so korrekt wie möglich zu sprechen. Jetzt tue ich mal auf Fehler. Aber korrekt zu sprechen ist eine Kompetenz und ist wichtig, aber noch wichtiger ist eine andere Kompetenz, und zwar den Mut, trotz Unsicherheiten zu sprechen. Es ist besser, dass du sprichst und dabei Fehler machst, als dass du gar nicht sprichst, um Fehler zu vermeiden. Okay? Fehler gehören sowieso zum Leben und Fehler gehören zum Lernen. Cominciamo! Lass uns jetzt mit dem heutigen Thema beschäftigen. Punkt Nummer 1. Wie sagt man das Problem auf Italienisch? Ich gebe dir drei Optionen. Option A, il problema. Option B, la problema. Option C, il problema. Welche ist die richtige Option? Lo sai? Option B und C sind falsch. Man sagt auf Italienisch il problema. Warum ist das verwirrend? Weil es auf A endet und in der wunderschönen italienischen Sprache Wörter, die auf A enden, sind meistens weiblich. Und obwohl dieses Wort auf A endet, ist männlich. Also Artikel il. Il problema. Und es gibt in der italienischen Sprache eine Gruppe von Wörtern, die auf ma enden und männlich sind. Ich erwähne jetzt einige davon für dich, die dir am meisten vorkommen. Zum Beispiel il cinema. Deswegen sagt man vado al cinema. Al ist A plus il und nicht alla cinema. Oder noch, genau, in meinem Kanal werden immer Reimen erwähnt. Ein Beispiel, oggi il tema è il problema. Thema, das Thema ist auch männlich. Heute das Thema ist das Problem. Also il problema, il cinema, il tema. Il diploma. Per Carlo è stato un problema ottenere il diploma. Für Carlo ist es ein Problem gewesen, sein Diplom zu bekommen. Oder noch il pigiama, il panorama. Guardo il panorama. Il pigiama. Auch möglich. Okay. Also il problema, Punkt 1. Ne? Und alle Wörter, die auf ma enden, sind in der italienischen Sprache, nicht alle, ganz viele, männlich. Punkt 2. Wie sagt man Probleme, die Probleme im Plural? Hm? Il problema, Singular, Plural, i problemi. Die Wörter, die zu dieser Gruppe gehören und auf ma enden und männlich sind, haben Plural auf i. Also ma wird mi. Il problema, i problemi. Il tema, i temi. Il pigiama, i pigiami. Panorame, panorami. Cinema ist eine Ausnahme. Cinema ist eigentlich die Abkürzung von Cinematografo. Deswegen im Plural il cinema, i cinema. Bleibt Cinema unveränderlich. Und der dritte Punkt für heute. Wie sagt man kein Problem? Du kannst sagen nessun problema. Oder auch non c'è problema. Tutto chiaro? Un momento. Oh, mia mamma. A proposito, mamma endet auch auf ma, aber ist trotzdem weiblich. La mamma. Sì, mamma, ciao. Sì, ho un problema. Sì. Che problema? Sì, non trovo il pigiama. Questo è il problema. Ciao, ci vediamo la settimana prossima. Ciao, ciao.